Vielen Dank, Herr Kleinstanz. Die Möglichkeit, dass ich heute hier bei Ihnen bin, dass ich mit Ihnen ein bisschen mich austauschen kann zu dem Thema, welche Ideen, welche Visionen gibt es in der Region Rhein-Ruhr, welche Ideen, welche Visionen gibt es aber auch sozusagen in Deutschland, für Deutschland und auch für Europa. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht vom Sport, Menschen, der vielleicht ansatzweise Ahnung vom Sport, auf einmal zum Wasserstoffexperten. Diese Transformation wird mir nicht gelingen. Aber ich glaube, das, was wichtig ist und was man immer wieder sieht, Deutschland ist ja nicht arm an Ideen und Visionen. Deutschland ist arm an Zieldaten. Und was meine ich damit? Als wir gestartet sind mit der Initiative 2032, haben wir gesagt, wir möchten ganz gerne eine Idee haben auf der Grundlage der Agenda des IOC, der Agenda 2020. Und wir haben damals gesagt, es gibt viele Themen, die wir für wichtig halten. Viele Themen, dadurch, dass 90% der Sportstätten da sind, dass wir gesagt haben, viele Themen, die wir, glaube ich, eine Chance haben zu realisieren, nicht für, sondern durch Olympia. Aber ich glaube, in der Corona-Zeit gilt es auch wieder darum, sich zu überlegen, ist das richtig und wichtig, was vor Corona richtig und wichtig war. Und das haben wir natürlich auch gemacht bei dem Thema mögliche Spiele 2032. Und wir haben festgestellt, ich glaube, es ist richtig und wichtig, dieses Thema weiter zu verfolgen. Denn warum? Weil ich eingangs gestartet habe, die Aussage, Deutschland ist nicht arm an Ideen und Visionen. Deutschland ist aber arm an Zieldaten. Wir diskutieren seit 5 oder 10 Jahren über das Thema Digitalisierung der Schulen. Hätten wir gewusst, dass Corona kommt vor 5 Jahren, wird die Digitalisierung der Schule heute mit Sicherheit anders aussehen. Und die U-Bahn 72 München lässt grüßen. Es gab ein festes Zieldatum. Bis dahin musste die U-Bahn fertig sein. Und ob ein Flughafen in Berlin 2021 eröffnet wird, 20 eröffnet wird oder 2013 eröffnet werden sollte oder andere Themen, ist irrelevant. Aber ein Zieldatum wie ein mögliche Olympische und Paralympische Spiele, was genau dann zu dem Datum ausgetragen werden muss, bis dahin müssen die Dinge fertig werden. Und ich glaube, das ist eine große Chance, zentrale Themen, die uns in Deutschland beschäftigen, damit eben auch mit einem Zieldatum zu versehen und diese Themen entsprechend umzusetzen. Und an der Stelle kommt dann am Ende auch wieder das Thema Wasserstoff in diese Thematik mit rein. Und deswegen glauben wir, es ist richtig, weiter das Thema 2032 im Fokus zu haben, auch wenn wir ein Thema Corona haben, denn es ist die Chance, die Ideen und die Visionen mit einem Zieldatum zu versehen. Vielleicht eingangs ein wenig zu dem Thema die Idee, was dahinter steht, zu der Idee, mögliche Olympische Paralympische Spiele 2032 in der Region Rhein-Ruhr auszutragen. Ein Film, der so ein bisschen einen spielerischen oder einen filmischen Eindruck dessen geben soll, was die Idee dahinter ist. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, bei Olympia zu spielen. Ich würde gerne mal für Deutschland starten. Ich würde gerne bei den Paralympics mitmachen, das wäre schon was ganz Besonderes. Mein größtes Ziel ist, bei Olympia mitzumachen. Zu Olympia zu kommen, das wäre mein Traum, ja. Dieser Traum kann wahr werden in Rhein-Ruhr. Eine starke Region mit großer Wirtschaftskraft. Der Sitz von 8 DAX und 13 MDAX-Unternehmen. 500.000 Studierende in der Region bedeuten 500.000 Geschäftsideen. Das ist weltweit einzigartig. Über 700.000 Quadratmeter existierende Messeflächen und Übernachtungsmöglichkeiten für 115.000 Besucher. Ein paar Leute dürfen auch bei mir zu Hause übernachten, wenn sie mich dafür anfeuern würden. Hier leben 10 Millionen Einwohner und machen Rhein-Ruhr zur 5. größten Metropole Europas. Erholung direkt nebenan in einer der zahlreichen grünen Oasen. Und das lockt vor die Tür. In NRW gibt es ca. 19.000 Sportvereine mit 5 Millionen Vereinsmitgliedern. Andere müssen es erst bauen. Rhein-Ruhr hat es bereits. Ca. 90% der benötigten Sportstätten, in denen 641.000 Zuschauer zeitgleich Platz finden. Krass. 2032 bin ich 26 Jahre alt und es wäre natürlich sehr toll, wenn ich hier in Deutschland dann vor Familie und Freunde Basketball spielen dürfte.
Basketball vor mehr als 50.000 Zuschauern. Turnen vor 20.000 Zuschauern. Ich würde sehr viel Gänsehaut bekommen. Schwimmen vor mehr als 50.000 Zuschauern. Man könnte quasi direkt vom Haus in die Schwimmhalle reinlaufen. Wenn die Paralympics bei mir zu Hause wären, würde ich allen gerne zeigen, was ich im Tischtennis drauf habe. In der Region gibt es allein 5 Stadien, die Platz für mehr als 45.000 Zuschauer bieten. 24 Großsporthallen, Golfplätze, 2 Regattabahnen, Tennisanlagen und Reitanlagen. Ein Traum, der greifbar ist. Die Zukunft wartet nicht. Rhein-Ruhr-City 2032. Wir sind bereit. Das zeigt schon mal, welche Kraft darin liegt, wenn man das Ganze als Region versteht, als Region in einem Wir-Gefühl. Und das ist, glaube ich, die große Chance, die wir haben. Wenn wir eben nicht sozusagen, wenn wir es schaffen, das Kirchturmdenken aufzubrechen, sondern eben nicht in einem Ich-Denken, sondern im Wir-Denken reinzukommen, dann zeigt das, welche Kraft wir haben, die damit verbunden ist. Wir haben es eben im Film gesehen, über 90% der Sportstätten sind heute schon vorhanden. Das heißt, wir können heute schon sagen, wir sind die ökonomisch, ökologischsten, nachhaltigsten Spiele, die es je in der Form gegeben hat. Viele der Veranstalter von Olympischen Spielen sagen immer, wir wollen danach immer, dass die erfolgreichsten Olympischen Spiele sein oder die nachhaltigsten Spiele Olympischen Spiele sein. Wir sind schon, bevor die Spiele anfangen, weil eben 90% der Sportstätten vorhanden sind. Und deswegen können wir uns, was ich später mal aufzeige, eben für andere Themen uns mit ihr auseinandersetzen. Sie haben es eben im Film gesehen, 641.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die wir heute schon zeitgleich begrüßen können. Sportarten wie Basketball, Handball, Volleyball, Schwimmen vor jeweils 45.000, 50.000 Zuschauern. Das zeigt die Kraft, die eben darin liegt, wenn wir von einer Region sprechen. Wenn Sie eben im Film gesehen haben, 115.000 Hotelbetten. Das IOC schreibt vor, man braucht 42.000 Hotelbetten. Das zeigt auch da wieder die Kraft, 700.000 Quadratmeter Messefläche. Das IOC sagt, Vergleichszahlen LA, wo die Spiele 28 ausgetragen werden, sind 100.000 Quadratmeter Messefläche. In Paris sind es 400.000 Quadratmeter Messefläche. Das zeigt eben wirklich, welche Kraft darin liegt, wenn wir in einem Wir-Denken sind. Und das ist eben die große Chance, die wir eben damit verbinden mit möglichen Spielen, Olympischen und Paralympischen Spielen. 2 Kritikpunkte, die häufiger genannt werden. Das eine, das heißt, ja, es mag zwar richtig sein, aber die Entfernung ist doch zu weit und das wird nicht vom IOC so ernst genommen. Proof of Concept ist gegeben. Die Spiele 28 in L.A. sind bereits vergeben. Dort ist der Radius der Sportstätten 62 Kilometer. Der Radius unserer Sportstätten ist 63 Kilometer. Das zweite heißt, häufig die Sportstätten sind vielleicht heute wettbewerbsfähig, aber von heute in 12 Jahren nicht mehr. Das setzt voraus, das ist jetzt für den Essener ein bisschen hart, wenn ich das sage, aber es sind ja auch viele virtuell dabei, deswegen würden vielleicht ein paar sagen, ja genau der richtige Verein. Das setzt voraus, dass Borussia Dortmund aufhören würde, zu sagen, ich spiele eine deutsche Meisterschaft mit, Champions League oder bin ein Austragungsort für eine Fußball-Europameisterschaft oder. Das heißt, diese Wettkampfsportstätten sind Wettkampfsportstätten, die alle wöchentlich, monatlich oder jährlich in der Nutzung sind. Das heißt, sie werden nicht gebaut für Olympische Spiele, sondern sie werden während der Olympischen Spiele wieder nochmal zusätzlich genutzt. Das heißt, sie werden dadurch wettbewerbsfähig gehalten, weil sie in einer jährlichen, monatlichen oder wöchentlichen Nutzung sind. Und das ist, glaube ich, eben nochmal ein entscheidender Unterschied zu sonstigen Konzeptionen, die es gibt. Ich denke, dass man mit solch einem Großereignis auch die Chance hat, den Sport, das, was den sozusagen der gesellschaftliche Nutzen, den der Sport für uns als Mitmenschen mit sich bringt, wieder stärker auch nochmal ins Bewusstsein zu heben. Denn der Sport ist ein integraler Bestandteil. Zum Beispiel das Thema der Inklusion, das Thema der Integration mit und ohne internationale, ausländische Wurzeln, das Thema Bildung, das Thema Erziehung, das Thema Teamgeist, Fairplay, Bewegungsarmut, also gesundheitliche Themen. Das sind alles Themen, die, glaube ich, eben wichtig sind, wir stärker das Bewusstsein und diesen Wert, den der Sport für uns als Gesellschaft hat, den entsprechend dort mit einzubringen. Und solch ein Großereignis, was dann eben nicht Fußball heißt und nicht Fußball-Europameisterschaft, nicht Fußball-Weltmeisterschaft, denn der Sport ist mehr als Fußball. Und das ist die große Chance, die wir damit, glaube ich, an der Stelle verbinden. Aber wir sagen ganz klar, wenn wir
das neue Wir-Denken nur beim Sport aufhören würden zu denken, dann ist es zu kurz gesprungen. Denn ich denke, dass dieses Wir-Denken eben die große Chance hat, zentrale Themen, die für uns in der Entwicklung, der Gestaltung der Zukunft unseres Lebens eben wichtig sind. Denn jeder von uns spürt, dass das Leben der Zukunft anders aussehen wird. Keiner von uns weiß zentral, wie es aussehen wird. Aber alleine bei dem Thema des Individualverkehrs spüren wir doch alle, dass es einen Veränderungsprozess geben wird. Ob das jetzt der Verbrennungsmotor ist, die E-Mobilität ist, Wasserstoff ist, wissen wir nicht, wie was fließen wird, wie was der richtige Energieträger der Zukunft sein wird. Und das ist natürlich in verschiedensten, unterschiedlichen Bereichen. Und da sagen wir können eben dadurch, dass 90% der Sportstätten da sind, können wir dieses neue Wiedenken für andere zentrale Themen nutzen. Und diese zentralen Themen aus unserer Sicht ist einmal das Thema der Digitalisierung, ist das Thema der vernetzten Mobilität, ist das Thema der Nachhaltigkeit und das Thema des Smart Cities. Und jetzt ist für Sie sicherlich die Frage, was hat das mit Wasserstoff zu tun? Viel. Weil in allen diesen vier Bereichen wird Wasserstoff eine entscheidende Rolle spielen. Und deswegen ist es da eben wichtig, die Ideen von heute für die Zukunft zu denken, aber immer wieder verbunden mit einem Zieldatum, damit wir nicht bei der Vision bleiben, sondern wirklich auch sagen, bis wann wollen wir die Ideen entsprechend eben umgesetzt haben. Denn eins ist, glaube ich, vollkommen klar, der Rohstoff von uns liegt nicht mehr unter der Erde. Deswegen ist es auch sehr passend, dass wir hier in der Zeche Zollverein sind, sondern der Rohstoff der Zukunft liegt zwischen unseren Ohren. Und diesen entsprechend zu nutzen, darum geht es. Und wenn Sie eben im Film gesehen haben, 500.000 Studierende, das ist ein Wert, der ist europaweit einzigartig. Es gibt keinen zweiten Standort in Europa, wo Sie darauf finden, dass 500.000 Studierende über 20 Universitäten, Hochschulen, entsprechend Fachhochschulen, Goethe-Institut und andere Institutionen eben entsprechend vorhanden sind. Und das ist eine Riesenchance. Und diese entsprechend zu nutzen und diese in diesem Wir-Denken. Und nicht mehr sozusagen, es gibt ja einen Digi-Hub hier in Essen, es gibt einen in Dortmund, es gibt einen in Köln, in Düsseldorf und so weiter und so weiter. Und jeder bei einem Digi-Hub meint immer, er sei sozusagen das Universum in sich und macht dann einen Pitch-Day. Und die Kölner meinen, das mit dem, ich komme ja aus Köln, mit dem Karneval zu verbinden. Dann wird man unwahrscheinlich viele internationale Investoren finden. Und die Düsseldorfer verbinden das mit dem Altbierfest und die Dortmunder vielleicht mit dem Tontaubenfestival und keine Ahnung was. Nein, warum suchen wir nicht aus den 6 Digi-Hubs die besten Geschäftsideen und versuchen, gemeinsam einen großen Pitch-Day zu machen? Der Wettbewerb unter den eigenen Digi-Hubs bleibt, aber die besten Ideen können sich gemeinsam präsentieren und dann gucken wir, wie wir international entsprechende, auch internationale Kapitalgeber bekommen und dadurch eben einen entsprechenden Wachstum schaffen. Denn spannend ist, Silicon Valley ist übrigens kein UFO aus dem All. Das auf dem Bildschirm ist der Apple Headquarter. Ja? Sondern Silicon Valley ist eine ist die Ausgründung von klugen Frauen und Männern aus den Universitäten heraus. Und deswegen müssen wir uns gar nicht kleiner machen, sondern müssen wirklich sehen, welches Potenzial wir haben. Wenn wir das Potenzial, den wir verstehen, und das ist eben die große Chance, die wir eben mit der Idee von Olympischen Paralympischen 2032 verbinden, eben dieses Wir zu sehen. Wie jetzt eben zum Beispiel bei dem Thema der Digitalisierung. Oder beim Thema der vernetzten Mobilität. Eben habe ich es angesprochen, jeder spürt, dass ein Veränderungsprozess da ist. Aber ich glaube, und das ist gar nicht die Frage, brauchen wir autofreie Innenstädte? Ja, nein. Brauchen wir mehr Verkehrs, brauchen wir mehr Fahrradwege, Fahrradschnellwege und so weiter und so weiter. Da muss man gar nicht darüber diskutieren, ist das richtig, ist das falsch? Aber ich glaube, der entscheidende Punkt wird sein, neben diesen ganzen Einzelmaßnahmen wird entscheidend sein, die Vernetzung der unterschiedlichen Verkehrsträger. Das wird der entscheidende Punkt sein. Und deswegen, glaube ich, wird es sehr wichtig sein, auch da wieder im Wir-Denken zu sein. Wenn Sie ein Auto haben, was mit Batterie fährt, oder andersrum, wenn Sie ein Auto haben mit einem klassischen Verbrennermotor, dann fahren Sie zur Tankstelle und gehen zu Esso, Shell, Aral, whatever, BP und müssen nicht gucken, welche App habe ich gerade geladen. Wenn Sie aber ein E-Mobilitätsauto haben, dann müssen Sie mal gucken, in welcher Stadt Sie sind, ob Sie dann auch die entsprechende richtige App darauf haben. Ansonsten wird das mit dem Tanken schon relativ schwierig. Ja? Das kann ja nicht die Idee der Zukunft sein, ist auch nicht am Kunden orientiert. Und deswegen ist es wichtig, das Thema der vernetzten Mobilität zu denken, aus der Sicht des Kunden. Und wenn ich über, wie eben angesprochen, über autofreie Innenstädte, dann muss ich automatisch ein ÖPNV-Angebot entsprechend erhöhen und muss Radschnellwege und andere Themen, man muss die Vernetzung der Themen herstellen. Und das Thema der Vernetzung als Beispiel, Stichwort Digitalisierung. Wenn ich die Schienen digitalisiere, ohne dass ich nur einen Schienenkilometer mehr baue, kann ich im öffentlichen Fernverkehr 40% mehr Zugverkehr zulassen, im Nahverkehr 20%.
Deswegen ist das Stichwort der Digitalisierung so wichtig, um dieses entsprechend zu vernetzen. Und das wieder in dem Wir-Denken. Und wenn Sie meinen, das sei in Karlauer, weil man hier in Essen ja gewisse Erfahrungen hat mit Mülheim an der Ruhr, wo man ja die Bahntrassen unterschiedlich gebaut hat in den 50er, 60er Jahren, wo das Kirchturmdenken vielleicht deutlich stärker ausgeprägt war. Die Stadtwerke in Düsseldorf haben 2018 neue Züge bestellt. Die können in Duisburg nicht einfahren, weil die Züge zu breit sind. Und das zeigt, wie weit das entfernt ist, dieses Wir-Denken. Und deswegen ist es so wichtig, weil die Menschen nicht sozusagen das nicht mehr verstehen können, sondern Lösungen erwarten, die entsprechend dort gegeben werden. Oder das Thema der Nachhaltigkeit. Wir sind heute schon sehr eng im Austausch mit dem UN-Klimaschutzbüro, was ja in Bonn sitzt, und sagen, welche 17 Sustainable Goals der UN können wir heute schon in unsere Planung mit integrieren. Als Beispiel Stichwort saubere Meere. Warum wollen wir nicht die ersten Olympischen und Paralympischen Spiele sein, die plastikfrei auskommen? Jetzt mögen Sie sagen, das ist ja nicht so schwer und 32 muss das alles realisiert sein. Der eine oder andere von uns wird schon bei McDonald's gewesen sein und hat mal Kaffee to go geholt. Dann können Sie erkennen, wie schwer das dann schon ist, plastikfrei da sozusagen durch die Kurve zu kommen an der Stelle. Hört sich sehr trivial an, aber ist in der Summe schon etwas ambitionierter. Aber diese Chance und diese Perspektive der Zukunftsgestaltung, dieses aufzunehmen, das ist, glaube ich, auch ein Thema. Und das mit einem Zieldatum zu versehen, das ist, glaube ich, an der Stelle auch sehr gut und sehr hilfreich. Oder eben auch, wie sieht das Quartier der Zukunft aus? Sieht das Zusammenleben der Zukunft aus? Wir brauchen 2032 für ein olympisches Dorf, brauchen wir ca. 50 bis 60 Hektar. Und warum nicht dieses Quartier von Anfang an CO2-neutral zu planen? Aber auch mit diesen Fragen zu beantworten, wie sieht dort die Mobilität innerhalb eines Stadtteiles aus? Wie sieht die letzte Meile aus? Wie sehen faire Arbeitsbedingungen aus? Und so weiter und so weiter. Und das sind eben Chancen, dort Standards zu setzen, die von dort aus eben aufgerollt werden und von dort aus eben auch entsprechend transportiert werden. Und das sind eben die Chancen, die wir sehen. Und deswegen, damit es eben auch nicht nur in der Theorie bleibt, Herr Kleinhans und ich haben eben darüber gesprochen, damit es eben nicht nur bei der Theorie bleibt, sondern eben auch die Theorie in der Diskussion, so wie bei Ihnen auch, zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gedacht wird, haben wir eben vor 2 Jahren mit der RWTH Aachen gemeinsam einen Kongress ins Leben gerufen, Metropolitan City Beziehungen, Hashtag Neuland, wo es darum geht, wirklich Ideen und Visionen zu entwickeln, aber das entscheidend mit einem Zieldatum zu versehen, denn das ist die Chance, die wir dahingehend verbunden, glaube ich, sehen. Abschließend vielleicht einen kleinen Zeitstrahl. Bis 32, was sind die wichtigsten Steps? Für uns ist der Dialog mit den Menschen zentral, denn wir sagen nicht, das ist unser Konzept, sondern am Ende des Tages sind die Menschen Gastgeberinnen und Gastgeber. Und deswegen ist es für uns eben auch toll, heute mit Ihnen draußen am Chat und hier im Raum mit Ihnen gemeinsam diskutieren. Denn aus jeder Veranstaltung können wir etwas mitnehmen, können wir etwas lernen, können die Konzeption besser machen. Denn wie eben gesagt, wir alle sind am Ende des Tages Gastgeber. Aber die Idee, und deswegen eben haben wir in den letzten 2 Jahren über 200 Dialogveranstaltungen gemacht, machen jährlich den Kongress und gehen eben heute davon aus, gab es früher ein staatliches Verfahren, dass die Spiele 7 Jahre vorher vergeben werden, gibt es jetzt ein flexibilisiertes, das heißt, sie können früher oder später vergeben werden. Wir gehen davon aus, dass sie früher vergeben werden. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, die Themen, die wir jetzt anschieben, die haben das Zieldatum 2032, egal ob wir die Spiele bekommen, ja oder nein. Ich glaube, dass wir sie bekommen, weil wir nämlich ein modernes, nach vorne gerichtetes Konzept haben, ein Angebot, was ehrlich ist. Und ich glaube, wir müssen uns mit der Region Rhein-Ruhr auch gar nicht verstecken. Wir sind nicht so sexy wie LA, das sagt der Name schon. Das ist ja, Rhein-Ruhr ist jetzt nicht Hollywood und Glamour und so weiter. Nein, aber der Ruhrgebietler hat das Herz auf der Zunge, ist ehrlich geradeaus. Der Rheinländer ist fröhlich, es gibt ja das schöne kölsche Lied, wenn in der Kneipe bist, stehe ich die ganze Zicke rum, trink doch eine mit, nach 5 Minuten bist du Teil des Ganzen. Ja, und deswegen sagen wir immer, wir sind nicht Champagner und Kaviar, sondern Metthäppchen und Pilz. Das ist unser Angebot. Aber, und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir eine große Chance haben, hier zentrale Themen für die Menschen eben mit einem Zieldatum zum Erfolg zu führen. Und das ist, glaube ich, die große Chance, die wir haben. Auf dem Weg dahin ist für uns wichtig der Dialog mit den Menschen, auf den sozialen Seiten, auf den sozialen Medien entsprechend zu finden. Aber, und das ist uns wichtig, die ganze Initiative zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Privatinitiative. Das heißt, wir kommen zum jetzigen Zeitpunkt komplett ohne Steuergeldern aus. Das ist für uns sehr wichtig, weil wir in einen Dialog mit den Menschen treten wollen. Und ansonsten wäre direkt der erste Kritikpunkt,
Dafür habt ihr Geld, aber die sanitären Anlagen in der Schule meines Sohnes oder meiner Tochter sind marode. Und deswegen ist für uns zentral genau, eben auf Augenhöhe mit den Menschen in den Dialog zu kommen, um darüber zu diskutieren, wie können wir gemeinsam unsere Konzeption von uns allen eben besser machen, damit wir nachher 32 die idealen Gastgeber sind und dass wir es schaffen, die Region Rhein-Ruhr von einem fossilen Energieträger hin zu einer modernen, nachhaltigen Gesellschaft zu bringen, die entsprechend Digitalisierung ausgerichtet ist. Und dann haben wir eine Dividende, nämlich dann schaut die Welt auf die Region Rhein-Ruhr und sagt, Mensch, das ist wirklich ein Musterbeispiel weltweit, wie eine Transformation erfolgreich geglückt ist, wie Arbeitsplätze der Zukunft gestaltet und geschaffen worden sind. Und das ist die Chance und dazu möchte ich Sie gerne alle herzlich einladen. Vielen Dank.